So, dann mal schnell abgedockt, irgendwo in Sicherheit gebracht und dann gucken wir gleich mal, ob der Mammut es geschafft hat, die Station nicht zu zerlegen. So, das dürfte reichen. Backspace, Komma für Universumskarte, Wolkenbar Südost und ich sehe keinen Mammut mehr. Ja, das ist sehr schön. Ich glaube, sie haben irgendwann nochmal rangepatcht, dass die Schiffe, also der Mammut zumindest, nicht mehr ganz so nah an die Station ranfliegen muss. Ab einem gewissen Bereich werden sie einfach rein teleportiert oder einfach automatisch angedockt, was schon mal sehr praktisch ist. Oh, und da ist unsere Perlenschnurreihe aus Merkur. Sehr schön. Die sind also auch gleich hier. So, wir würden jetzt gerne handeln und zwar die Stationen kaufen, die wir brauchen, um die andere Station zu verbinden. Das nennt sich Komplex-Bauteilsatz und kostet, wie ihr sehen könnt, mal eben auch nochmal 260.000. Ist jetzt nicht so viel wie die Station selbst, gerade mal ein Drittel davon. Aber wenn man später richtig große Komplexe macht, dann summiert sich das schon. Aber ja, führt nicht wirklich ein guter Weg drumherum. So, ich überlege gerade. Wir haben jetzt eine schöne Erzmine und dann auch noch eine Siliziummine. Das heißt, wir können eine geschlossene Schleife machen, wie sich das so schön nennt. Also wo man gar keine Waren reinbringen muss. Die produzieren alles selbstständig und haben dann noch Überschuss. Also die produzierten Waren. Aber das dauert noch eine ganze Ecke. Denn der erste Schritt so ziemlich wäre dann ja ein Sonnenkraftwerk. Und da will ich gleich die großen haben. Da fehlt das Geld auf jeden Fall. Ein Zwischenschritt wäre auch noch die Kahuna-Presse und die Ranch. Also Ranch zum Fleisch produzieren, Kahuna-Presse, um die Fleischblöcke zu produzieren. Und diese Fleischblöcke werden von fast jeder Waffenfabrik gebraucht. Nehmen wir zum Beispiel mal die Panzerungsfertigung für die 1 Megajoule-Schilde. Die brauchen die Energiezellen. Und Energiezellen braucht sowohl auch die Silizium als auch die Erzmine. Das heißt, wir werden da sehr viele Energiezellen reinpumpen müssen. Dann brauchen die auch noch die Kahuna-Fleischblöcke. Also bräuchten wir die beiden anderen Stationen. Und sie braucht das Erz, aber das wird ja produziert. Das heißt, Ranch wären 700.000, Kahuna-Presse wären 2 Millionen. Okay, 2.200.000, also sind wir schon mal bei, machen wir mal eine Milchmädchenrechnung, bei 3 Millionen. Und dazu dann nochmal zweimal den Bauteilsatz. Also 3,5 Millionen. Würde ganz knapp hinhauen. Aber dann hätten wir ganz viele Kahuna-Fleischblöcke und immer noch kein Endprodukt, außer halt das Fleisch. Das heißt, dazu bräuchten wir noch irgendeine Waffenfabrik, die dann auch nochmal was kosten würde. Also nee, das lassen wir erstmal. Der eine Bauteilsatz soll uns reichen. Okay. Oder hatten wir schon eingekauft? Ich plapper zu viel. Na komm, machen wir anders. Wir gucken nochmal kurz dahin. Gelandete Schiffe, Argon, Kommunikation, Navigation. Benötigen Sie Hilfe? Ja, bitte folgt mir mal ganz kurz. Dann dockt er nämlich ab, instant. Genau, und dann gucken wir mal, ob wir Ladung abwerfen können an die Station. Nein, konnten wir nicht. Das heißt, bitte fliegt wieder zurück zur Schiffswerft. Tut mir ja auch leid und so. Es ist keine Schikane. Der müsste jetzt hoffentlich ganz schnell wieder docken, genau. So, und jetzt kauf doch bitte das, was du vorhin eigentlich schon hättest kaufen sollen. So. Jetzt wieder gelandete Schiffe, wieder den Mammut ansprechen. Bitte fliegen Sie in den Sektor Erzgürtel. So. Hat er die Siliziummine eigentlich? Moment mal. Warum konnte ich nicht die Siliziummine ausschmeißen? Ah, okay, jetzt habe ich's. Ich war nicht im selben Sektor. Das heißt, eventuell haben wir jetzt doch zwei Bauteile für die Komplexe. Aber na gut, was soll's. Wir machen mal die Karte auf und warten ganz kurz mit Sinza, bis der Mammut hier auftaucht. Ich hoffe einfach mal, dass der jetzt nicht versucht, unsere drei Supplier-Merkuren hier zu rammen. Aber die stehen ja schon etwas abseits. Die normalen Schiffe fliegen alle da so lang. Was macht unsere Mine? Unsere Mine hat inzwischen 221.000 Credits.
Ja, so langsam mausert sich das. Und das, obwohl wir zu so einem hohen Preis verkaufen. Auch wenn der Preis, glaube ich, eigentlich nur für die selber hierher fliegenden Schiffe ist. Ah, da bin ich mir nicht sicher. So, zurück. Komm schon, Mammut. Wir wollen unser erstes Komplex-Dingens aufbauen. Naja, ich brauche definitiv einen eigenen davon. Denn sofort einen Sprungantrieb ausrüsten und für 10.000 Sprünge Energiezellen reinladen, dann hat man erstmal keine Probleme mehr. Und komm, wo bleibst du? Ah, da bist du. Sensor aus. Kommunikation. Werfen Sie meine Fracht ab. Siliziummine. Schön vorsichtig die Mine auswählen. Die Cutscene, die wir ja schon kennen. Und tada! Schöne Sache. So, jetzt sehen wir... Wo sehen wir sie denn? Wo ist unsere Mine? Also eigentlich müsste ich die da hinten sehen, aber anscheinend ist meine Sicht nicht weit genug. Na gut, wir haben jetzt also hier unsere beiden Minen. Ich guck mal ganz kurz die Seitenansicht an. Oh, die sind ganz schön weit auseinander in der Höhenachse. Na gut, werden wir mit klarkommen müssen. Der Vorteil ist, dass die ganzen normalen Handelsschiffe hier unten fast gar nicht vorbeikommen. Die fliegen entweder von Westen nach Osten durch oder von Norden, Westen oder Norden, Osten. Das heißt, hier unten müssen wir nicht darauf achten, dass irgendwie die Rohre gerammt werden. Denn dieses Komplex-Kit verbindet die beiden Stationen durch recht massive Rohre. Und wenn man dann noch andere Stationen später ranhängt, dann hat man ein tierisches Wirrwarr aus diesen Rohren. Das heißt, eins der ersten Skripte, das ich installieren würde, wenn wir nicht Vanilla spielen würden, wäre ein Skript, das verursacht, dass die ganzen Röhren unsichtbar werden und nicht mehr gerammt werden können. Das ist allein so ein optisches Ding. Ach, das werdet ihr später noch sehen, wenn wir einen richtig großen Komplex haben. Aber ja, so soll es erstmal reichen. Wir sprechen jetzt nochmal den Mammut an. Kommunikation. Kapitän, bitte werfen Sie meine Fracht ab. Und zwar den Komplexbauteilsatz. Jetzt müssen wir die beiden Stationen anwählen, die wir gerne verbinden wollen würden. Eine Sache ist hier noch zu beachten. Wir werden gleich nochmal aufgefordert, was auszuwählen. Und das ist dann die Stelle, wo die Schiffe andocken, um diesen Komplex zu beliefern. Außerdem kann man später auch noch mehrere Komplexe miteinander verbinden. Dabei ist zu beachten, dass der Komplex, den man zuerst auswählt, seine Andockstelle behält, der andere seine verliert. So kann man die Andockstelle von einem Komplex auch verschieben. Also sagen wir jetzt mal als Beispiel, wir verbinden die beiden hier zu einem Komplex und sagen, hier oben ist ungefähr die Andockstelle. Dann merken wir aber irgendwann, die Schiffe brauchen viel zu lange dahin. Also setzen wir einen Komplex aus einer Kahuna-Presse und einer Farm hier hin und haben dann hier eine Andockstelle. Wenn wir jetzt diesen Komplex mit diesem Komplex verbinden und dabei zuerst diesen Komplex auswählen und dann den Komplex, verschwindet die Andockstelle hier und ab sofort wird nur noch die Andockstelle da oben benutzt. So kann man sich halt Schritt für Schritt in Richtung eines Sprungtores angeln. Was eine ganz gute Taktik ist. Aber das erkläre ich euch später dann nochmal, wenn so ein Fall wirklich eintritt. Denn jetzt musste man doch sich recht viel vorstellen und das ist vielleicht ein wenig unübersichtlich. Später halt nochmal an einem richtig praktischen Beispiel. Jetzt wollen wir aber erstmal unsere Erzmine mit der Siliziummine verbinden. So, und jetzt haben wir die Auswahl, wo soll diese Andockstation hin? Das ist dieses Ding, was aussieht wie eine Farm. Jetzt machen wir mal ganz kurz die Seitenansicht und sehen, dass es genau in der Mitte zwischen den beiden ist. Das heißt, wir könnten es eigentlich direkt da lassen. Und ich glaube, das mache ich auch. Sonst könnten wir halt mit den Zifferntasten auf dem Ziffernblock das Ganze hin und her verschieben. Man muss dabei halt immer nur darauf achten, auf welcher Ansicht man gerade ist. Ob man das von oben ansieht oder von der Seite. Sonst kann man das echt haben, dass die Station viel zu weit oben oder viel zu weit unten ist. Kann man aber auch später beheben, indem man sich einen Traktorstrahl kauft. Das müssen wir auch nochmal abdecken. So, jetzt aber hier in der Fläche sieht es gut aus. Hier in der Höhe ist es auch genau dazwischen. Das ist okay. Also klicken wir einfach drauf und fertig. So, jetzt seht ihr gleich die Röhren. Tada! Oh, die sind sehr schön verlegt diesmal.
Normalerweise sind die recht zerknautscht und tierisch im Zickzack. Das gucke ich mir doch gleich mal an. Das müsste hier hinten irgendwo sein. Außerdem müssen wir jetzt unsere Schiffe neu zuordnen. Den Komplex nämlich. Das heißt, diejenigen Schiffe, die mit der Erzmine verbunden waren als Heimatbasis und die einen Auftrag hatten, die werden wahrscheinlich ihren Auftrag jetzt abbrechen. Weil halt mit ihrer Heimatbasis was passiert ist. So, hier seht ihr schon, da ist die eine Mine, da ist die andere. Dazwischen diese Röhren. Ich bremse mal hier ab. Drehe mich ein wenig. Schwupps. So. Geht halt von der einen Station zu dieser Andockklammer zu der anderen Station. Und wenn wir jetzt da hinten noch eine Station hinsetzen würden, dann würden die Röhre von da zu der Station gehen und von hier halt über die Röhre weiter. Es wäre jetzt nicht, dass von dieser Klammer aus zu jeder Station so ein Rohr führt. Das wäre dann noch chaotischer, als es jetzt schon ist. Aber gut. Wir wollen jetzt nicht auf die Universumskarte, wir wollen auf unsere Besitztümer mit R. Hier haben wir jetzt Ansehen gewonnen, das ist schon mal gut. Wir haben ganz viele Supplier. Die können wir jetzt auch mal umbenennen. Wir brauchen jetzt ja nicht mehr zweimal Nummer 1, zweimal Nummer 2, zweimal Nummer 3, weil ja alles hier in einer Station ist. Wir sagen jetzt einfach mal, du bist jetzt Nummer 4. Du bist Nummer 5. Und wen haben wir jetzt noch doppelt? 1, 2, 3. 3 haben wir doppelt. Du bist Nummer 6. So. Ich sag jetzt mal allen, dass sie zu ihrer Station zurückkehren sollen, wenn sie schon eine Station haben. Navigation zurück zur Heimatbasis. Du. Kommando, Kommandokonsole. Zurück zur Heimatbasis. Wer hat noch eine? Du. Kommando, Kommandokonsole, Navigation. Zurück zur Heimatbasis. Den anderen müssen wir jetzt noch. Was müssen wir denn noch geben? Oh, die haben noch gar keinen Sprungantrieb. Das ist nicht so gut. Das heißt, ihr müsst jetzt erstmal alle Docke an. Hier oben in der Heimat des Lichts beim Terrakorb. Du fliegst da bitte auch mit hin. Docke an. Da oben. Terrakorb. Und du auch noch. Docke an. Terrakorb. So. Also, wir hatten ja die drei Merkuren hier, die wir uns umbenannt haben. Die hatten wir vorher eingestellt als Kaufe zum besten Preis Energiezellen und Verkaufe zum besten Preis Erz. Das ist die Standardmethode, wie man die Station versorgt. Jetzt wollen wir aber diese neue Methode ausprobieren. Dazu müssen sie jedoch erstmal in der Heimatbasis angekommen sein. Das heißt, ich mache ganz kurz mal Sinza an, bis die alle angedockt haben. Und dann sind das nur ein paar Klicks und der fängt an. Das Problem dabei ist nur, dass es halt dieses Level-System gibt, ähnlich wie bei den Sektor- und Universumshändlern. Und erst ab einem bestimmten Level können sie bestimmte Dinge tun. Das heißt, jetzt auf Stufe 1 können sie zum Beispiel gar keine Waren verkaufen. Das muss man immer bedenken, wenn man mit dieser neuen Variante anfängt. Denn wenn das Lager für Energiezellen jetzt zum Beispiel voll wäre in unserem Komplex hier, dann hätten sie nichts zu tun. Und wenn sie nichts zu tun haben, kriegen sie auch keine Erfahrungspunkte und leveln nicht auf. Da müsste man dann manuell das Lager ein wenig leeren, damit sie dann einkaufen, ein Level abbekommen und dann ab der nächsten Stufe auch Waren verkaufen können. So, wir haben jetzt unsere drei im Kontrollzentrum. Das ist sehr schön. Erstmal hört sich Kontrollzentrum Alpha doof an. Das müssen wir umbenennen. Kommandokonsole, Namen ändern. Das ist Rohstoffe 1. Nee, das klingt auch doof. Du bist Rohstoffe Erz, Silizium 1. So, schon besser. Der Name hat sich hier auch wieder geändert. So, jetzt gehen wir auf Kommando, Kommandokonsole, Handel und starte Handelsvertretung. Hier haben wir jetzt tierisch viele Möglichkeiten, auf die will ich erstmal nicht eingehen. Die Standardeinstellungen reichen für das Gröbste eigentlich aus. Also Handelsvertreter starten. Der ist jetzt in Bereitschaft und müsste eigentlich bald anfangen, Energiezellen zu kaufen. Das heißt, ich mache bei den anderen beiden das auch nochmal ganz kurz. Kommando, Kommandokonsole, Handel, Handelsvertretung, starten.
Und ihr seht schon, der eine fliegt jetzt schon los und kauft die Energiezellen. Noch ein Haken bei diesem Level-System von dem neuen System ist, dass sie den Sprungantrieb erst ab einer gewissen Stufe benutzen. Ähnlich wie halt der Sektor und der Universumshändler. Also eigentlich nur der Sektorhändler. Das ist natürlich auch ein wenig frustrierend am Anfang. Das heißt, sie müssen recht lange fliegen, bis sie bei den Stationen ankommen, wo sie hin müssen. Und da sie so lange fliegen müssen, kriegen sie auch nicht so schnell Erfahrungspunkte und der ganze Austausch dauert sehr lange. Aber dafür haben wir ja 6 Supplier hier, das müsste eigentlich reichen. So, du auch noch, Kommando, Kommandokonsole, Handel, Handelsvertretung, starten. So, das wäre es jetzt eigentlich. Im Idealfall fliegen die jetzt eine ganze Weile rum, kaufen erstmal die Energiezellen, bringen die zurück zur Station, kriegen dann irgendwann ihr Level ab und danach verkaufen sie auch automatisch die Waren der Station. Also man kann genau einstellen, was sie kaufen und verkaufen sollen, aber im Normalfall kaufen sie immer die Ressource, die gebraucht wird, in unserem Fall nur Energiezellen, und verkaufen die Ressourcen, besser gesagt die Produkte, die in der Station angeboten werden. In unserem Fall Erz und Silizium. Wir können ja mal ganz kurz darauf klicken. Stationseinstellungen. Wir würden gerne Erz zu einem sehr teuren Preis verkaufen und Silizium auch zu einem sehr teuren Preis. Gucken wir mal, ab wann hier jemand in Reichweite ist. Ab 5. Ja, okay. So. Beim Erz. Erz haben wir wesentlich mehr Leute, die interessiert sind. Neuer Preis ausgewählt. So, also innerhalb von 3 Sektoren ist jetzt ein Abnehmer. So, Credits haben wir in der Fabrik 200.000. Das wird nicht reichen. Das heißt, ich setze mal ein wenig mehr rüber. Geld überwiesen. Jetzt hat die Station 1,2 Millionen. Das müsste eigentlich reichen, um deren Lager zu füllen. Eine Sache bei den Komplexen ist jedoch, dass die Lager zusammengeführt werden. Das heißt, vorher passten in die eine Erzmine, glaube ich, nur 25.000 Energiezellen. Jetzt passen schon mal 50.000. Das heißt, die werden jetzt so lange arbeiten, bis dieses Lager hier fast voll ist. Fast voll sage ich, weil die Standardeinstellung von diesem Handelsvertreter so ist, dass er erst ab einem gewissen Lagerbestand Sachen verkauft, also die Produkte verkauft, und nur bis zu einem gewissen Lagerbestand Waren kauft. Also die Energiezellen in unserem Fall. Aber ja, wir haben hier noch jede Menge Spielraum, das wird schon passen. Gucken wir mal ganz kurz. Alle 3, die eine Heimatbasis zugeordnet haben, sind auf dem Weg, Energiezellen zu kaufen. Leider momentan auch noch alle zum selben Ziel. Entweder ist der Preis da wirklich tierisch gering, oder sie sprechen sich noch nicht ab. Das gehört auch zum Levelsystem dazu. Ab einer gewissen Stufe schicken die sich untereinander immer wieder Nachrichten hin und her, die man nicht sieht. Also, das ist die RP-Erklärung dafür. Also sie schicken sich halt immer wieder Nachrichten zu, wer wohin fliegt, damit nicht aus Versehen dieselben Schiffe, mehrere Schiffe zu derselben Station fliegen und dann sich gegenseitig konkurrieren würden. Das heißt, wenn der jetzt zum Sonnenkraftwerk fliegt und der hier auch eigentlich da zum günstigsten Preis kaufen könnte, sagt er hier ihm hier Bescheid, ey du, ich flieg da schon hin und ich habe vor, alles aufzukaufen. Das heißt, du kannst dir die Zeit sparen, flieg lieber woanders hin. Dann sagt er, oh, danke für den Tipp, dann suche ich mal woanders und sucht sich im näheren Umfeld halt das nächst bessere Angebot, was extrem praktisch ist. Wir haben ja gesehen, als wir vorher diese halbautomatischen Händler hatten, wo ich immer sagen musste, kauf zum besten Preis das, verkauf zum besten Preis dasselbe, da haben wir sehr häufig Nachrichten bekommen, dass uns jemand anders schon zuvor gekommen ist. Und das waren nur die NPC-Händler. Wenn wir jetzt nachher richtig viele eigene Händler haben, ich meine, wir haben jetzt ja schon 11 Stück, wenn wir nachher richtig, richtig viele haben, dann würden die sich so häufig in die Quere kommen, das wäre schon nicht mehr feierlich. Und dadurch würde halt die Produktivität leiden. Aber ja, ab einer gewissen Stufe sprechen die sich halt wie gesagt ab, was sehr schön ist. So, damit hätten wir unseren ersten Komplex. Wir hätten eine Erzmine, wir hätten eine Siliziummine. Das heißt, eigentlich müssten wir jetzt nur noch warten, bis wir wieder mehr Credits haben, um den Komplex weiter auszubauen. Aber ich guck mal ganz kurz, wie viel Geld wir haben. Wir haben 3,1 Millionen. Ja, das reicht doch für mein Schiff. Das heißt, ich werde mich jetzt auf den Weg begeben, nachdem ich in irgendeiner Station abgespeichert habe, und ein neues Schiff kaufen. Nämlich das für 2 Millionen, was ein sehr schönes Handelsschiff ist. Autopilot aktiviert. Nicht irgendwo gegen donnern, danke. Und vielleicht können wir unterwegs ja noch 1, 2 Satelliten auftreiben.
Und sonst springen wir einfach die ganze Zeit. Das klappt schon irgendwie. So. Einmal speichern bitte. Zack. Und wir sehen uns dann gleich wieder. Verbindung zum örtlichen Handelsnetzwerk hergestellt.